Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Planet Crafter. Alter, es ist so geil hier. So, ich habe noch vor, mehr Baumsamenstreuer zu bauen. Allerdings würde ich gerne einmal gucken, wir hatten ja das letzte Mal einen in der Wüste platziert, wo ich mir nicht sicher war, ob da wirklich Bäume wachsen. Ich habe auch noch nicht nachgeguckt. Und deswegen würde ich gerne einmal schauen, ob in der Wüste auch Bäume wachsen. Oh, oh, Alter! Und ob? Wie geil! Und guckt euch mal an, was für ein Radius der Streuer hat. Alter, ist das riesig. Kennen wir die Bäume? Doch, die kennen wir schon. Diese stacheligen, ne? Alter, ist das riesig, was der hier ausfüllt. Und unser Turm wird auch grün. Nice. Aber Moos wächst hier leider immer noch nicht. Aber... Hast du gut gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Hast du gut gemacht. Nice. Ja, ich bin doch schon dabei, Junge. Gut. So, wir brauchen mehr Dünger. Mehr Dünger heißt mehr Algen. Und was brauchen wir noch? Kürbisse brauchen wir noch. Auberginen, weil wir brauchen so viel. Und ich hoffe, die Algen sind schon wieder nachgewachsen. Wir brauchen noch so viel davon. Warte mal, wir könnten natürlich mal eben gucken, ob das Sinn macht, noch mal ein paar von diesen Algendingern da zu bauen. Ich glaube fast, das würde ich noch mal probieren. Ich würde noch mal ein paar von diesen Algengeneratoren bauen. Wir könnten allerdings auch... Warte mal. Ja, wir reißen mal die alten ab. Ich sammle da... Warte, ein bisschen, ich muss erstmal eben Luft holen. Dann reißen wir die T1 ab. Und bauen dafür nochmal... Alter! Das ist unglaublich. So, warte mal. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Ich brauche Methan, ich brauche keinen Sauerstoff. So. Hier einmal hier rein. Gut, so. Methan. So, Methan müssen wir auf jeden Fall auch regelmäßig entleeren, weil sonst haben wir davon auch nicht genug. So. Davon kriegen wir einen Klumpen wieder, eine Aubergine. Wir bräuchten... Aber pro Stück 2, das heißt, wir müssen... Okay, Klumpen haben wir genug. Ich würde mal noch so... Warte mal. Ja, 4 Stück würde ich mal mitnehmen. Gut, so, dann... Wasser kriegen wir wieder. Magnesium kriegen wir wieder. Achso, nee, da brauchen wir aber dann noch zusätzlich. Genau. So, wenn ich jetzt richtig rechne, bräuchten wir nochmal 2 Dünger. Wenn wir 4 von den 9 bauen wollen und 2 abreißen, genau. So, dann, oh Gott, dann brauchen wir auch nochmal... 6 Superlegionen habe ich, glaube ich, nicht mehr, ne? Eieieiei. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. So, dann brauche ich nochmal Alu. Oh, wir müssen auch mal wieder Alu holen. Wir müssen dringend mal wieder Alu holen. Da hatten wir so viel von. Und jetzt... noch ein Kobalt. So. Wir können natürlich auch einmal in die Höhle gehen und... Also in die Superlegierungshöhle und uns dort ein bisschen nochmal besorgen. So, dann kommt der andere Rotz einmal weg. Bam, bam, bam. Bam, bam. Gut. So, was brauchen wir denn noch? Achso, haben wir jetzt genug Superlegierung? 2, 4. Was hatte ich gesagt, wie viel wir brauchen? Ich
Ich meinte 6, ne? 2, 4, 6. Ja, das müsste so passen. So, dann brauchen wir noch... Achso, nochmal. Shit. Magnesium braucht ihr ja noch 2. Genau. Und Wasser kriegen wir zurück. Ah ne, wir brauchen noch 2 Dünger, ne? Wir brauchen noch 2 Dünger. Ja, haben wir doch gerade erst hergestellt. Eieieiei. Na gut. So, dann sammeln wir nochmal eben kurz die Algen ein. Bevor die, weil wenn wir die abbauen, dann sind die nämlich weg. So. Ich hoffe, der Platz reicht. Ja, das war's auch schon, ne? Gut. So. Beziehungsweise, ja doch. Das passt noch. So, dann bauen wir hier schon mal auf jeden Fall einen von den Großen hin. Lass mich mal eben hoch. Ja, hallo? Ich will auch noch mal einen in die Luft. Ja, so. Dann machen wir einen hier hin. Du kommst weg. So, dann kommt noch einer hin. Dann kommt... Hatte ich nicht... Hä? Okay, Wasser habe ich nicht genug, aber das ist nicht so das Problem. Das ist nicht so das Problem. So. 1, 2... Waren das hier alles schon T2? Jetzt bin ich unsicher. Waren das schon alles T2? Ich glaube ja, ne? So. Aber ich habe doch nicht genug Klumpen mit. Verdammt. Ich dachte, ich hätte genug Klumpen mit. Warte, ich guck noch mal eben nach. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das jetzt schon alles T2 ist oder ob da noch T1 sind. Gucken wir eben nach. So, Algengeneratoren. Ne, haben wir nur die T2, alles klar. So, ich brauchte noch 2 Klumpen, ne? Klumpens. So, dann können wir noch einen bauen. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr Algen abgreifen. So. Gut, dann nehmen wir natürlich auch die Algen mit. Ja, komm. Mach doch nicht immer so einen Stress. Magen knurrt noch nicht mal. So. Und das. Oh ja. Sehr gut. Können wir alles gebrauchen. Sehr schön. Das war's, ne? Bei den neuen wachsen noch keine. Nee. Aber sollte er mal wieder für ein paar Dünger reichen. So, und Wasser, ich bin mir nicht sicher, was bräuchten wir, um noch so ein Teil zu bauen? Da ist er. Ach, da brauchen wir auch mehr Klumpen. Und Superlegierung. Ach shit, wir sind schon wieder voll. Na gut. Ja, ich glaube, ich fürchte, wir müssen gleich nochmal in die Superlegierungshöhle und da mal ein bisschen... was abholen an Superlegierung. So, Auberginen. Hatte ich zu viel Auberginen eingepackt. So, dann
Einmal rein damit. Gut. Warte mal. Wir bräuchten da 3 Klumpen. Habe ich nicht mehr. Was brauchen wir für Klumpen? Schwefel brauchen wir auf jeden Fall. Und was brauchen wir noch? Pilze, genau. 2 Pilze, Silizium und Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Oh, da haben wir auch noch. Gut, dann machen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Klumpen. Mama, in meiner Suppe sind so komische Klumpen. Halt's Maul und iss! So. Warte mal. So, wir brauchten 3 Stück. Wir haben 3, 5. Wir könnten nur einbauen. Ja, komm. Magnesium, Alu und ein Super. Habe ich nicht mehr. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier wieder ernten. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Achso, nee, halt. So. Und dann... Da müssen wir gleich mal noch einen Ausflug machen in die Legierungshöhle. Die Höhle der Legierung. So, dann einmal... Ne, warte mal, ich packe mir erstmal die Klumpen weg. So, und dann können wir nämlich hier einfach so schwupp. Dann holen wir uns von oben auch nochmal. So. Sehr schön. Dann haben wir die Auberginen, dann holen wir noch die Kürbisse. Die brauchen wir auf jeden Fall auch für den T2 Dünger. Eieieiei. Es artet hier schon wieder in Arbeit aus. Aber ich bin froh, dass wir beim letzten Mal hier noch zusätzliche Kürbisanbaudinger da hingestellt haben. Da. Und du noch. Hatten wir eigentlich hier schon wieder was gemacht? Ach ja, genau, hatten wir auch. Ach stimmt, hier müssen wir auch nochmal. Oioioi. Ich weiß gar nicht, wo ich... Ich komme von einem zum anderen. Was? Ah, komm, wir müssen ein Wasser. So. Dann einmal... passt die überhaupt hier alle rein? Nee. Dann mache ich euch erstmal hier mit rein. Ihr werdet sowieso bald verarbeitet. So, dann brauchen wir wieder was zum Manipulieren. Wir brauchen Mutagen, habe ich natürlich nicht. Für Mutagen brauchte ich auf jeden Fall... Achso, genau, Methan und Schwefel. Langsam könnte ich es mir auch mal merken, ne? Aber nein. So. Mutagen. Und... Achso, eine Pflanze, genau. Was nehmen wir denn mal Schönes? Ich finde die Nullner. Die Nullner sind ganz nett. So. Gut, dann ist das auch erledigt. Und... Jetzt würde ich sagen, einmal ab zur Superlegierungshöhle. Und, ich müsste eigentlich auch schon wieder alle Erzextraktoren abbauen. Also ernten meine ich.
gibt's nicht die Möglichkeit, im DNA-Manipulator unsere Gene zu manipulieren und uns einen Klon oder zwei oder drei herzustellen? Das wäre doch mal nice. Wenn ich hier so ein paar Pseudonids hätte, die ich einmal losschicken könnte, alles einzusammeln, dann könnten wir uns auch endlich mal ein bisschen Zeit für uns gönnen. Mal ein bisschen irgendwie ein Game daddeln oder ein bisschen auf YouTube gucken oder sonst irgendwas. Aber nein, haben wir ja gar nicht die Zeit zu. Weil wir ja alles alleine machen müssen. So, und ich hoffe, da ist genug Superlegierung drin. Ja. Hier hatte ich noch keinen Schredder gebaut, ne? Was brauchen wir dafür? Okay, Schwarzpulver habe ich nicht. So, dann müssen wir leider einmal ein bisschen was droppen. Hatte ich hier sogar schon, ne? Genau. So, ich glaube, Titan haben wir am meisten. So, ich glaube, das reicht schon, ne, oder? Ja, das reicht. Gut, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Oh, ich finde das so nice, dass hier auch Bäume wachsen. Also ich glaube, die nächsten von den Baumstreuern, die werde ich auch hier entpacken. Hier in die Wüste. Ja, ich glaube schon. So, wir müssen noch Wasser sammeln, wir müssen noch Methan sammeln. Algen bräuchten wir eigentlich auch nochmal. Und damit wir wieder den nächsten Dünger herstellen können. Boah. Und irgendwann sieht wahrscheinlich der ganze Planet hier so aus. Achso, hier war ja noch irgendwo Osmium, ne? Oder? Ist das doch... Ist es schon weg? Ich weiß es nicht. Egal. So, wir haben keine Zeit dafür. Wir packen mal eben den Krams hier weg. Magnesium. Ne, halt. Ja, ist doch gut. So, und Kobalt. So, und ich wollte noch von denen welche bauen, ne? Genau. Und wir konnten aber nur einen. Was fehlte uns denn noch für einen Klumpen? Pilze, Silizium, was haben wir doch, oder nicht? Zwei Pilze. Ja. Silizium, dann werde ich mir mich, dass wir nochmal zwei von diesen Sammlern bauen können. So. Dann haben wir nämlich sechs Klumpen. Genau. So. 2, 5, 6. So, dann haben wir. Warte mal, brauchte ich dafür welche? Ja, das heißt. Na, zwei bleiben hier drin. 2. Und 2 Magnesium, 2 Alu. Sehr gut. Okay, weil. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal so viel Wasser brauchen. So. So. Und. So, dann gib mal gleich mal her. Dann gucken wir nochmal nach Algen. Na! Okay, wir haben sogar noch ein bisschen Platz.
Ja, ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt, hier die T2 hinzustellen. Und vor allen Dingen auch ein paar mehr. So. So, dann können wir noch 5, 4, 3, 2, ne, war schon, alles klar. So, ab mit dir. So, jetzt können wir noch mehr Dünger herstellen, also normalen Dünger. Und dann gucken wir nochmal wegen dem T2 Dünger. Den brauchen wir aber auch noch, ne? Wobei, da habe ich erstmal genug. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Dünger. Dafür brauchten wir Algen, Schwefel und Auberginen. Alles klar. Dann packen wir einmal das Wasser weg. So. So, Auberginen. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was. So, ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt wovon brauchen. Ich nehme jetzt irgendwie einfach ein bisschen was rein und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Okay, ich brauche noch mehr Schwefel und noch mehr Auberginen. Ja, aber so langsam wird's. So, dann kommt mal zu Papa. Schwefel? Ja, haben wir auch noch. Das müsste eigentlich so ziemlich genau aufgehen. Okay, Algen. Algen haben wir. Gut. Jetzt. Habe ich noch eine Aubergine? Habe ich. So, okay. Es sollte auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ausreichen mit dem Dünger. So, zumindest. Achso, warte mal. Den müssen wir mal wieder reinpacken. So, zumindest für ein Weilchen. So für eine Folge oder so müsste der Dünger reichen. Gut. Oh, ja, ja, ja. Bin ich fertig. Bin fix und fertig. So, wir brauchten. Alter, das frisst aber auch echt. Dieser Dünger T2. Eieiei. So, warte mal. Ich muss mal nochmal ein bisschen mehr Methan holen. Davon haben wir am wenigsten. Jawohl. Okay, so. Wir brauchen. Dann machen wir zwei Dünger, zwei Algen, zwei Kürbisse. Zwei Dünger, zwei Algen. Gut, es reicht gerade mal für einen Streuer. Alter, es ist widerlich. So, Baumrinde, super. Und ich mache mir echt Sorgen um Zeolit. Wir können noch 2, 4, 6, 8. Na, okay. Okay, okay. Also ein bisschen was geht schon noch. Warte mal, war das jetzt überhaupt richtig mit Methan? Nee. Methan war falsch. Superlikierung. Bakterie. Baumrinde. So, wir können zumindest noch mal einen hinstellen. Zumindest ein. So. Guck mal, der macht sogar 150. Haben wir den schon mal gehabt? Doch, ich glaube schon. Ja, doch, hatten wir. Gut. Ach ja, genau, das ist, glaube ich, aus der. Ah ja, aus der Vollnusspflanze, glaube ich, ne?
500 gibt, ja. So, ich, wie gesagt, ich würde nochmal in der Wüste was aufstellen. Und zwar machen wir dann mal rechts von der, von unserem hübschen Turm. So. Sehr gut. So, guck mal, das geht ja sogar noch bis hier hinten hin. Dann würde ich sagen, ist glaube ich hier so eine ganz gute Stelle, ne? Machen wir einfach. Oh shit. Oh shit! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, ich wusste, dass die richtig viel Strom fressen, die Dinger. So knapp 200, aber... Dass wir jetzt schon wieder... Ei. Und um noch so einen kleinen Reaktor zu bauen, da bräuchten wir Pulsare für, die wir nicht mehr haben. Das heißt, ich fürchte, wir müssen auf wie die altmodischen Reaktoren zurückgreifen. Diese grünen Dinger da. Aber zumindest dafür haben wir genug Uranstäbe. Okay, uns fehlt 13. So. Was macht der 330? Nicht viel. Also da werden wir auf jeden Fall wieder ein paar stellen müssen. So. Gut, dass wir genug Uranstäbe haben. So, wir brauchen 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ich würde mal versuchen, 4 Stück. 4 Stück hinzustellen. So, das heißt, wir brauchen 4 mal Sprengpulver. Da habe ich keine mehr von. Habe ich die alle verbraucht? Oh Gott. Ich will nicht mehr. So, dafür brauchen wir wieder 8 Schwefel, die wir wahrscheinlich nicht haben. Natürlich nicht. Ja gut, ich würde mal sagen, ich muss noch mal ein bisschen Schwefel besorgen. Und... Ja, Iridium würde auch nicht schaden. Und dann ja, müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Ja, oh, guck mal hier. Ein schöner Ausblick. Ja, das tröstet doch so ein bisschen. Das tröstet ein bisschen. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut und Daumen, ne? Ihr wisst. Tschüss!